Rund 266 Tage, die das Leben nachhaltig verändern, so lange dauert Pi mal Daumen eine Schwangerschaft. Und viele Frauen, die eine Schwangerschaft erlebt haben, blicken danach mit anderen Augen auf ihren Körper. So viel tut sich da. Und deswegen will die Düsseldorferin Merle van der Wingen ein besonderes Andenken an diesen Zauber. Sie ist im vierten Monat und besucht alle vier Wochen die Kunstfotografin Beate Knappe. Zum dritten Mal posiert Merle van den Wingen vor Beate Knappes Kamera. Gar nicht schüchtern oder gehemmt, das Shooting macht ihr bei jedem Termin mehr Spaß. Die Fotografin will die Veränderung von Merles Körper, vor allem natürlich der ihres Babybauchs, über die ganze Schwangerschaft hinweg dokumentieren. In der 15. Woche bin ich jetzt, morgen beginnt die 16. und ich weiß noch gar nicht, ob es Junge oder Mädchen wird und ich werde es mir auch nicht sagen lassen. Also wir haben jetzt beschlossen, ich habe mit meinem Mann drüber gesprochen ganz viel und dass wir gerne die Überraschung hätten. Eine Überraschung für die Fotografin? Sie hätte vorher nie gedacht, dass die Arbeit mit Schwangeren so lustig und interessant sein würde. Schwangere Frauen sind nochmal was Besonderes, weil ich, das ist ein Ausnahmezustand im Leben eines Menschen, einer Frau und ich finde sie toll. Ich finde schwangere Frauen toll und ich fotografiere sie auch sehr gerne. Aber wie gesagt, ich liebe alles, was vor meiner Kamera stattfindet. Ich fotografiere einfach unheimlich gerne. Und so ähnlich soll auch das Endprodukt der Fotoarbeit mit Merle aussehen. Ein Schwangerschaftspanorama. Ausdrucksstark in Schwarz-Weiß. Es ist eine ganz ruhige Fotografie. Diese Beschränkung und dieser Purismus erlaubt es Ihnen, ganz lange auf das Bild zu schauen. Ich finde, diese bunten Fotos sind sehr laut und so schreien. Und das, irgendwann haben Sie auch keine Lust mehr. Aber Schwarz-Weiß-Fotografien können Sie sich auch noch in 10 Jahren angucken. Früher hat Beate Knappe als Fotojournalistin Prominente wie Michael Gorbatschow und Bill Gates vor der Linse gehabt. Heute sind es normale Leute und ihre Babys, wie Monika Dusch und ihre 4 Monate alten Zwillinge Finn und Fabian. Die beiden haben im strammen Alter von 10 Tagen zum ersten Mal Modell gelegen. Also es war ja so, dass Monika erst bei unserem dritten Termin wusste, dass sie Zwillinge bekommt. Und das war schon ein Schock. Ich fand das toll. Ich fand das großartig, war was anderes. Ich hatte in dem Jahr 3 verschiedene Frauen, die zu das Projekt kamen und Monika kriegte Zwillinge. Und sie war auch eine der ersten, die ihre Schwangerschaft in ein Kunstwerk hat packen lassen. Insgesamt 9-mal ist die Kinderkrankenschwester aus dem Kaiserswerther Florence Nightingale Krankenhaus zum Fototermin gekommen. Es macht mit Beate auch viel Spaß, weil ich meine, sich dann irgendwie ausziehen ist natürlich auch nicht bei jedem Fotografen einfach, aber Beate macht das so, das war so familiär, also wir haben uns super schnell angefreundet, also es machte wirklich Spaß und man hatte auch keine Bedenken, oh Mensch, jetzt schon wieder irgendwie ausziehen oder, nee, es war wirklich toll hier. 555 Euro hat sie für die Fotoarbeiten bezahlt. Ein ziemlich teures Andenken, aber eben etwas Besonderes. Und auch Merle van den Wingen freut sich schon auf rundere Zeiten. Ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, dass der Bauch überhaupt noch so dick werden soll. Jetzt ist es ja noch ein super kleiner Bauch und dass er überhaupt noch mal so eine Kugel wird wie bei den anderen. Also das eine Bild ist ja auch mit Zwillingen, das ist natürlich noch mal was anderes, aber das kann ich mir überhaupt schwer vorstellen. Und auch werde ich sehen, wie es mir dann geht, aber ich freue mich schon. Genau wie dieser Kleine auf seinen nächsten Termin im Fotoatelier, der übrigens dann sein wird, wenn sein Zwillingsbruder und er alleine sitzen können. Ein ganz breites Kinderlächeln. Und wenn